B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS, deren Grundfläche das Quadrat ABCD ist. Die Spitze S der Pyramide liegt senkrecht über dem Mittelpunkt M der Strecke AD. N ist der Mittelpunkt der Strecke BC. Es gilt, AB sind 8 cm und der Winkel SNM sind 55 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke MN auf der Schrägbildachse und der Punkt M links von Punkt N liegen soll. Für die Zeichnung gilt, Streckfaktor Q ist 1/2 und Verzerrwinkel Omega sind 45 Grad. Berechnen Sie sodann die Höhe MS der Pyramide ABCDS und die Länge der Strecke SN. Zuerst schauen wir, welche Eigenschaften hier gegeben sind. Wir wissen, die Grundfläche ist ein Quadrat ABCD. Damit sind alle Seiten hier gleich lang. Außerdem liegt die Spitze S senkrecht über den Mittelpunkt M. Und AB ist 8 cm, Winkel SNM sind 55 Grad. Etwas weiteres, was wir noch wissen, M ist ja der Mittelpunkt von AD, N von BC, damit ist MN genau, liegt MN parallel zu AB und ist damit genauso lang wie AB, also 8 cm. Beginnen wir mit dem Zeichnen und da fängt man am besten mit der Seite an, die auf der Schrägbildachse liegt. Das haben wir hier gegeben, MN auf der Schrägbildachse, also fangen wir auch mit dieser Strecke an. MN, wie gerade erwähnt, sind 8 cm, also beginnen wir hier mit 8 cm. Schauen wir in die Skizze, welche Seite als nächstes kommt. Die Grundfläche ist ja ein Quadrat ABCD und dadurch wissen wir, MN ist ja genau gleich lang wie AB, also sind das ja auch 8 cm. Hier diese Seite AD sind in Wirklichkeit auch 8 cm, aber da das in den Raum rein bzw. rausgeht, haben wir hier diesen Streckfaktor Q, der hier mit reinspielt. Also müssen wir die Seitenlänge einmal mit 1/2 multiplizieren und wissen dann, in unserer Zeichnung ist die Strecke AD nur 4 cm lang. Zusätzlich, wenn wir in den Raum rein bzw. rausgehen, brauchen wir noch diesen Verzerrwinkel Omega, das heißt, dieser Winkel hier, NMD, wäre ja in Wirklichkeit 90 Grad. Der wird jetzt aber hier durch diesen Omega ersetzt, also ist er in unserer Zeichnung noch 45 Grad groß. Damit können wir jetzt die Seiten einzeichnen. Man legt das Geodreieck bei M an, nimmt einen 45 Grad Winkel und zeichnet 2 cm nach oben bzw. nach unten. So, in meiner Zeichnung ist jetzt diese Strecke AD 4 cm, aber wie gesagt, in Wirklichkeit haben wir hier noch die 8 cm. Der da ist in Wirklichkeit ein rechter Winkel, auch wenn es in der Zeichnung nach 45 Grad aussieht. So, das gleiche machen wir jetzt bei Punkt N mit der Strecke BC. Auch wieder 45 Grad Winkel, 2 cm nach rechts oben, 2 nach links unten. Dann haben wir die Punkte B und C und können jetzt unsere Grundfläche schon mal einzeichnen. Okay, es fehlt noch der Punkt S, also die Spitze S. Da wissen wir jetzt hier zum Beispiel, der Winkel SNM, das ist der hier, von S über N nach M, ist 55 Grad, der wäre jetzt ohne Probleme einzuzeichnen. Als kleiner Tipp, habe ich jetzt hier noch markiert, man kann auch aus dem Ergebnis noch eine Größe rausnehmen, um etwas genauer zu zeichnen. Ja, hier soll ja nur eine Zeichnung stattfinden, keine Konstruktion, also zählt am Ende nur das, was gezeichnet worden ist. Ich weiß hier, MS sind 11,43 cm, also kann ich auch vom Punkt M 11,43 cm nach oben gehen, um den Punkt S hier rauszufinden. Dann habe ich hier meine Spitze S. Und letzte Aufgabe ist es jetzt noch, alle Punkte miteinander zu verbinden. S und D, dann S und C, SN
Und zum Schluss noch SB. Und damit hätten wir unsere gezeichnete Pyramide. Wenn man will, kann man auch die Größen in die Zeichnung eintragen. Die ist 8 cm. Hier haben wir den 55-Grad-Winkel. Und der Rest müssen wir jetzt mal gucken, was sonst noch übrig bleibt. Hier hätten wir noch im Prinzip einen eingezeichneten rechten Winkel. Darf jetzt nicht durcheinander kommen. So, also der Winkel NMS ist 90 Grad, weil wir wissen ja, die Spitze des S liegt senkrecht über M. So, Zeichnung fertig, kommt der nächste Schritt. Hier heißt es, berechnen Sie so dann die Höhe MS der Pyramide ABCDS und die Länge der Strecke SN. Schauen wir uns zuerst MS an. MS ist hier zu finden, liegt in dem Dreieck MNS. Und was sofort auffällt, dieses Dreieck ist rechtwinklig, also funktionieren damit Sinus, Cosinus und Tangens. Die finden wir auf der Seite 39 in der Formelsammlung. Und jetzt muss nur überlegt werden, welcher von diesen drei hier funktioniert. Da gehen wir wie folgt vor. Wir schauen in der Zeichnung nach, was ist alles gegeben und welcher dieser Sätze funktioniert dann damit. Also, wir haben hier den rechten Winkel. Gegenüber des rechten Winkels liegt immer die Hypotenuse. Das ist die Strecke SN. Die ist momentan noch unbekannt. Schauen wir weiter. Wir haben hier die Strecke MN. Die ist bekannt mit 8 cm. Die ist genau gleich lang wie AB. Und zusätzlich kennen wir hier noch den Winkel mit 55 Grad. Wenn wir jetzt unsere Überlegung von diesem Winkel aus starten, sind die 8 cm hier die Ankathete, weil sie am Winkel anliegen. Und gesucht ist die Strecke MS, das ist die Gegenkathete, weil sie gegenüber von dem Winkel liegt. Jetzt müssen wir nur eine Formelsammlung nachschlagen, welche dieser drei Sätze funktioniert mit Ankathete und Gegenkathete. Und da bleibt eigentlich nur der Tangens übrig. Und dann können wir sagen, Tangens des Winkels SNM ist gleich, und jetzt nur richtig rum aufbauen, die Länge der Gegenkathete durch die Länge der Ankathete. Die Gegenkathete war die Strecke MS. Die Ankathete war die Strecke MN. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Tangens vom Winkel 55 Grad ist gleich MS ist ja gesucht, also unsere Unbekannte, und MN sind hier die 8 cm. Da heißt unsere Formel so. Das kann man jetzt einerseits mit dem Solver ausrechnen lassen, oder wenn wir per Hand umrechnen, muss ich diese 8 hier unten wegbringen, also multipliziere ich diese Gleichung mal 8. Ich drehe zusätzlich die Seiten um in dieser Gleichung, dass ich stehen habe, MS ist gleich. So, und jetzt 8 mal Tangens von 55. Das tippe ich in meinen Taschenrechner ein und erhalte dann die oben angegebene Länge von 11,43 cm. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig, weil die Strecke SN hier ist ebenfalls noch gesucht. Gleiches Spiel. Allerdings gibt es hierfür mehrere Möglichkeiten. Vorher habe ich noch vergessen zu erwähnen, der Pythagoras funktioniert ja auch noch im rechtwinkligen Dreieck. So, schauen wir es uns an. Hier schreibe ich noch hin, das sind die 11,43. So. Wir suchen die Länge der Strecke SN, liegt wieder im rechtwinkligen Dreieck, also genau gleiches Spiel, Sinus, Cosinus, Tangens bzw. Pythagoras. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn das der Winkel ist, fangen wir erst hier an, rechter Winkel, gegenüber liegt die Hypotenuse. Also ist SN die Hypotenuse im Dreieck. Wenn das der Winkel ist, ist das zum Beispiel die Ankathete, und damit hätten wir Ankathete gegeben, Hypotenuse gesucht, Winkel gegeben. Können wir nachschauen, welcher Satz ist das, und würden auch für Cosinus kommen. Man kann auch sehen, das ist der Winkel, das ist die Gegenkathete und die Hypotenuse ist gesucht, also würde auch der Sinus funktionieren.
Wir sehen auch, wir haben zwei Seiten im Dreieck gegeben, nämlich die Länge der beiden Katheten. Die Hypotenuse ist gesucht. Damit würde auch der Pythagoras funktionieren. Also hier hat man jetzt drei Möglichkeiten zur Auswahl. Alle drei führen zum Ziel. Man muss sich jetzt halt für eine entscheiden. Ich nehme jetzt in dem Fall der Pythagoras, weil ich ihn auch gerade hier hingeschrieben habe. So, die Strecke SN ist gesucht. Pythagoras heißt so viel wie die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathetequadrat plus Kathetequadrat. Also stellen wir auf, die Hypotenuse ist die Seite SN zum Quadrat ist gleich MN zum Quadrat plus MS zum Quadrat. So, setzen wir die bekannten Größen ein. MN, das waren die 8 cm. MS haben wir noch hier stehen mit 11,43 cm zum Quadrat. So, das kann man jetzt entweder über einen Solver wieder lösen lassen oder wenn wir per Hand umformen, müssen wir hier dieses Quadrat wegbringen. Das kriegen wir durch die Wurzel. Und dann folgt daraus, SN ist gleich die Wurzel aus dem Ganzen hier, 8 Quadrat plus 11,43 Quadrat. Das lässt sich in jeden Taschenrechner eingeben. Und damit folgt SN für SN die gesuchte Größe, die auch oben angegeben ist, mit 13,95 cm. Schauen wir nochmal nach. Ganz oben. Hier steht es, SN muss 13,95 cm sein. Und das haben wir rausbekommen und sind dann an dieser Stelle mit dieser Aufgabe fertig.